aus. Botschaft. Einen Moment, bitte. Schauen wir mal hier. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Jojojo, wir sind jetzt da und jetzt gehen wir auf. Ich habe ausgezeichnete Neuigkeiten. Der Antrag ihrer Tochter. So, wir müssen jetzt hier rein einmal. Mal auf, Dankeschön. Und dann quatschen wir mit dem da. Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Genau wie Sie. Gut, gut. Der erzählt uns nichts Neues. Und dann geht's hier rein. Und dann schauen wir mal da hinten. Was gibt's da? Ach, das ist ja noch teurer. Ach, du kriegst die Krise. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass sie so teuer sind. So, wir autorisieren mal wieder was. Was haben wir denn noch hier? Dass sie so teuer sind, hatte ich jetzt nicht damit erwartet. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe gedacht, die sind nicht so teuer. Na gut, dann gehen wir uns doch was anderes kaufen. Oder wir sparen einfach mal ein bisschen. Tür zu. Ja, sieht schon ganz lustig da unten aus. Gut, dann gehen wir mal wieder. Und schauen mal hier. Gehen wir mal zu Normandie, würde ich sagen. Ob wir hier irgendwie weiterkommen. Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja. Da. Einen Moment bitte. Zur Normandie-Bucht. Zum Dock hier quasi. Ankunft in Andockbucht D24. Ja. Ach, guck mal, da ist eine Konsole. Okay, da müssen wir doch mehrere Konsolen durchgehen. Ne? Na und? Ich habe eine. Eine Woche vor den Reapern hat mein Bruder. Verdammter Mist. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard, auf dem Schiff waren 117 Allianz-Soldaten. Alles Menschen. Genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batterianische Codes und jemanden mit einem Groll. Sieht so aus. Okay, der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Okay, dann suchen wir den auch noch. Was soll es, wenn wir schon dabei sind. Machen wir das auch noch eben nebenbei. Gehen wir mal in die Bar, gucken, ob wir da einen finden. Ich weiß nämlich nicht, wo der sein soll, ehrlich gesagt. Aber wir schauen einfach mal hier Ankunft durch. In der Bezirksebene Purgatory. Da würde, müsste mir ja prinzipiell dann angezeigt werden, der hier irgendwo sich befindet. Wenn nicht, dann ist er vielleicht noch woanders. Nur wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo. Also hier scheint er nicht zu sein. Ich glaube... Ich könnte mir vorstellen, wo er eventuell sein könnte. Was zum Teufel ist Ihr Problem? Die Allianz werde ich nicht übers Ohr hauen. Ja, also hier ist er definitiv nicht. Das heißt, wir gehen hier mal wieder raus. Und dann schauen wir mal, ob wir den nicht irgendwo finden. Also wenn es jetzt halt nur noch einer ist, dann suchen wir den eben halt schnell noch. Was soll's? Wir haben ja ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. So, Botschaft waren wir gerade. Wartungsdock, Krankenhaus, Präsidium. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Irrigat einen Moment. Ja, gehen wir mal ins Präsidium. In den Präsidiumbereich hier und schauen, ob wir ihn hier finden, vielleicht. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Ja, ja. Was war hier? Willkommen bei Kanala Export. Was war hier?
Willkommen bei Elkos Combine Arsenal. Ja, ich hab das schon alles vergessen. Aber wir suchen ja auch diesen komischen Knopf halt. Diese Konsole. Ah ne, nicht die da. Die Konsole suchen wir ja. Ich hab keine Ahnung, wo die sein soll. Wir müssen jetzt echt ein bisschen durch die Gegend laufen und so. Muss ja hier irgendwie sein, aber. Also muss ja hier irgendwo, müsste sie ja sein. Da. Wenn wir die dann endlich gefunden haben, ist das auch schon mal ganz gut. Willkommen bei Kassas. Der verkauft infernale Panzerung. Danke, dass Sie bei Kassa Fabrication Waffen. Ja, nee, ich hoffe jetzt nicht. Willkommen bei Kassa Fabrication Waffen. Nicht vergessen. Und Sie sollten es auch nicht vergessen. Willkommen bei uns. Danke, dass Sie bei Nikastor Sportartikel eingekauft haben. Und hier ist auch nichts. Willkommen bei Cypertin Waffen. Danke, dass Sie bei Cypertin. Willkommen bei Ego Munition. Danke, dass Sie bei Ego Munition eingekauft haben. Gucken wir mal bei der Zielsicherheit hier drin. Nee, hier ist sowas auch nicht. Okay. Halt. Das Gelege hat sich stabilisiert? Wirklich? Das sind wunderbare Toll. Also da ist es nicht. Gehen wir mal hier durch. Gehen wir mal hier hoch. Da ist nichts. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Wir müssen mal ein bisschen suchen halt. Also hier ist auch nichts. Wo könnte das denn noch sein? Also im Krankenhaus, da. Ja, eins soll noch sein. Also dann war in der Bar war nichts. Hier war auch nichts. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. In der Botschaft war auch nichts. Dann ist es hier vielleicht. Ich hoffe, dass wir das hier finden. Irgendwie. Haben wir da nicht irgendwie irgendwas angezeigt? Sah ihm so aus. Ich habe mich vielleicht gerade doch nur getäuscht. Also da ist auch nichts. Laufen wir erstmal hier oben lang. Hey! Oh, ach du bist. Nach schweren Kämpfen ist es Allianztruppen gelungen. Mistkerl! Da, okay, perfekt. Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Commander Shepard, Captain Kaharal Balak, batarianische Außentruppen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war Ihre Schuld. Die Batarianer haben sich in der ganzen Galaxie Feinde gemacht und mussten nun dafür bezahlen. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann Sie vernichten. Sie werden nicht abdrücken. Sie wissen, was ich hier draußen mache. Ja, Bündnisse mit Turianern und Kroganern schließen. Ihr Tod wird die anderen Spezies spalten. Und dann löschen die Reaper ihre letzten Kriegsschiffe aus. Und den Rest ihres Volks. Und das wissen sie. Sie werden mit uns kämpfen. Sie haben nur noch uns. Ich könnte sie töten. Jetzt und hier. Unsere Schiffe gehören ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl.
Verstanden, Commander. Und danke. So. Wir haben wieder ein paar Abfindungspunkte und wir haben eine batterianische Flotte erhalten. Ja, das ist doch mal cool. Umso mehr, umso besser. So, einmal ganz kurz gucken in die Gruppe. Oh, da sieht schon ganz, ganz, ganz niedlich da aus, muss ich sagen. Diese rote Leiste, die gefällt mir. Gut. Wir werden jetzt mal auf die Normandie zurückkehren, endlich. Nach einigen gefühlten Jahrhunderten hier mittlerweile. Einen Moment, bitte. Und, ja, mal gucken. Ankunft in Andockbucht. Was wir hier dann noch werden. So, einmal bitte zurück hier. Ja, möchte ich gerne, danke. Und dann werden wir gleich mal. Dr. Chakwas lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Ja, gut, dann. Die war auf dem Crewdeck, genau. So, dann werden wir nochmal hinlatschen. Jupp, er salutiert immer noch. Das ist sehr gut. Gucken wir mal hier. Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph. Okay. Gehen wir da auch noch hin. Achso, die Lehrer ist ja da drüben. Gott sei Dank ist sie so weit. Los, gib Stoff hier. Gib Gummi hier. Renn, renn. Dr. Tassoni hat in den von Ihnen beschafften Daten. Schau mal hier. Krankenstation Chirurgie. Machen wir doch mal. Gesundheitsbonus? Narben heilen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Lieber die Narben weg oder lassen wir die Narben lieber? Dafür mehr Gesundheit. Ja, komm, nehmen wir die Gesundheit. Ist egal. Steht auf die Narben. Hallo, Shepard. Das sieht ganz gut aus. Das bleibt so. So, jetzt aber. Darf ich jetzt endlich in eine neue Mission starten? Da. So. Commander? Jo. Haben wir noch eine E-Mails? Nein? Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal weg. Und dann fliegen wir zur nächsten Mission. Haben wir hier immer was anderes, was hier leuchtet, außer das da hinten natürlich nicht. Also werden wir da mal diesem Admiral da auch helfen mit dieser komischen Schwimmweide. So, Schiffi, Schiffi. Ja, so. Ja, machen wir erstmal Admiral retten. Wir nehmen mit ihn und Tali, würde ich sagen. So, wir haben. Achso, das sind die Waffen. Das bleibt so. Wir haben 4 Punkte. Dann können wir doch mal hier 4 Punkte. Ah, nehmen wir das hier. So. Ich habe schon ordentlich Gesundheit, muss ich schon sagen. Also 1100 und das ist doch schon mal ordentlich. Commander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Sarkors Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkors sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach Ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat bei
beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken.